Ja, ist natürlich immer schön, wenn man ein Tor schießt, vor allem für mich, weil ich selten treffe. Aber für mich ist eigentlich wichtig, dass wir als Mannschaft heute ganz gut aufgetreten sind, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war und dass wir heute einen Punkt mitgenommen haben. Wir haben bis auf den Freistoß, da ein Stoppel ausgewechselt wird, und beim Gegentor haben wir es gut verteidigt, wenig zugelassen. Wir haben uns heute, denke ich mal, mit einer kämpferischen Leistung dann und dem 1:1 einfach dann auch mal belohnt. Wenn wir das 1:1 ein bisschen eher schießen, glaube ich, da waren genug Chancen da, dann ist vielleicht hier noch mehr drin. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel gemacht haben, noch nicht so den Mut hatten wie in der zweiten Halbzeit, aber wir gut aus der Pause gekommen sind, sehr aktiv waren, und ich glaube, wir haben Schritt für Schritt uns das Tor erarbeitet und dann am Ende haben wir uns das erzwungen. Deswegen glaube ich, dass das, auch wenn es spät war, verdient war und wichtig. Dann hat man auch gesehen, dass man eine aktuelle Spitzenmannschaft wie Kaiserslautern halt auch permanent halt unter Probleme stellen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Richtung, die wir eingeschlagen haben. Die Auswechslung von Stoppel, dann der Gegentreffer. Was war da in der Kabine Thema? Was habt ihr da besprochen, um euch nochmal Mut zu machen? Wir haben einfach besprochen, dass wir eigentlich in schlechtem Spiel sind, dass wir unsere Köpfe nicht hängen lassen sollen, weiter positiv sein und vielleicht noch eine Schippe drauflegen müssen. Und das haben wir dann, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Einfach das angesprochen, dass wir mutiger agieren sollen. Das darf natürlich nicht passieren, wenn da drei Leute am Ball vorbeirennen und die dann den Ball da so reinpassen. Das ist ärgerlich. Der Zeitpunkt war natürlich auch denkbar ungünstig vor der Halbzeit. Aber ja, wie wir dann wieder rausgekommen sind und endlich mal auch nach Rückstand was geholt haben, ich glaube, das ist auch ein gutes Signal aus der Mannschaft, dass ja, da auf jeden Fall mehr möglich ist. Flutlichtspiel. Theoretisch hätte die ganze Liga jetzt zugucken können, wenn der MSV gegen Kaiserslautern spielt. Ist euch das oder wart ihr das beim Auflaufen heute Abend bewusst, was da alles so hinterstehen könnte hinter dem Spiel? Ja, ich glaube, mir war es schon auf jeden Fall bewusst. Ich kenne Kaiserslautern aus der Laie, die ich da war. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon ein paar Monate hier. Deswegen weiß ich auch, was die Fans von uns verlangt haben. Ich glaube, wir konnten mit unserer Leistung ein bisschen den Fans was zurückgeben, was wir in den letzten Wochen vielleicht nicht so gemacht haben. Und ja, deswegen glaube ich, war das erhoffte, erwartete Spiel. Mut zum Risiko, ein ganz gutes Stichwort. Jetzt geht es als nächstes nach Halle, die jetzt recht solide gespielt haben zuletzt. Ja, was braucht es da? Was müssen wir da mitnehmen, um dann tatsächlich auch 3 Punkte mit dem neuen Trainer einzusacken? Ja, ich glaube, dass wir auf die zweite Halbzeit auf jeden Fall aufbauen müssen. Wir waren ganz gut in den Zweikämpfen. Wir haben intensiv gespielt, waren aktiv und haben uns auch Chancen erarbeitet und waren mutig, auch im Ballbesitz. Und ich glaube, das ist so die Grundbasis, die wir jetzt gelegt haben, und darauf müssen wir aufbauen und versuchen, das noch weiterzuentwickeln.